Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Christine, den 1300-Termin mit den Investmentbankern bitte auf 1500 legen. Ich muss um 1300 die neuen Mitarbeiter begrüßen. Grünwald, ich brauche ein kurzes CI des Unternehmens. Nicht mehr als 4 Seiten, lockere Formulierung, seriöse Aufmachung. Man muss den Spirit spüren, der hier herrscht. Wie weit sind die Sheets für das Kickoff? Liebe Syrah, ich komme gut voran. Ich organisiere und plane und mache. Wir alle hier werden reich, sehr reich, wenn es gelingt, die Besten für uns zu gewinnen. Habe deine Designs in Wallpaper gesehen. Sie sind wunderschön, wie immer. Denk an dich, Kaiser. An alle. Die Belegschaft beläuft sich mit Stand von heute auf 470 Kolleginnen und Kollegen. Auf uns wartet eine große Zeit. Kaiser Ledig, Chief Organization Officer, Gameland Europe. Unser Unternehmen entwickelt interaktive, dreidimensionale Welten für das Internet. Hallo Bob. Der Kauf der Programmierfirma ist perfekt. 20 neue Mitstreiter. Best quality people. Sorg bitte dafür, dass ich mit dem Dawn sprechen kann. Christine, sag meinen Zahnarzttermin ab und mach einen neuen. Und versuch weiter, den Dawn zu kontakten. Richte dem Chefbuchhalter aus, dass wir sein Gehalt um 20% kürzen, wenn er weiterhin raucht. Gegenstand dieser Online-Environments sind Virtual Reality Units, die es jedem ermöglichen, sich frei durch den virtuellen Raum zu bewegen, wo vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation, der Information, des E-Commerce, des Edutainment, Infotainment und des Entertainment warten. Schöpfer, du solltest dich melden. Du kannst eigentlich nicht Nein sagen. Du hast alle Freiheiten. Du wirst Head of Concept. Du bekommst ein sagenhaftes Gehalt und Share Options lastwagenweise. Wo ist das Problem? Wieso hast du nicht längst zugesagt, Kaiser? Es ist die Zeit der neuen Räume. Millennium. Der großen Träume. Aus Strom gemacht wird eine Welt und jeder gibt dort selbst den Held. Sie bietet Platz für jeden Traum. Die Weite namens Datenraum. Kaiser, ich habe in meiner letzten Mail bereits erwähnt, dass ich eine Sekretärin brauche. Ich bitte, diese Angelegenheit zu forcieren. MFG, M. Grünwald, Chief of Marketing. Bob, das Budget für den Einkauf der Marketingdaten ist zu klein. Ich habe das beim letzten Meeting bereits zur Sprache gebracht. Ich brauche verlässliche Daten und die sind teuer. Ich schreibe ein neues Proposal für das benötigte Budget, in dem ich die Total Costs und den Maturity Grade der Untersuchung definiere. Hoffe auf ein schnelles Rollout. MFG, M. Grünwald, Chief of Marketing. Kaiser, für zukünftige Reisen in die USA habe ich ein Tri-Band-Handy bestellt. Wie bereits in meiner Mail von gestern erwähnt, findet in 14 Tagen ein wichtiger Marketing- und Sales-Kongress in Austin, Texas statt. Wir dürfen das auf keinen Fall versäumen. Bob, es läuft noch nicht, wie es laufen sollte. Unsere COO reagiert zu langsam. Dadurch kommen die Basics für professionelle Workflows nicht schnell genug voran. Ich habe den Eindruck, Kaiser Ledig ist sich nicht ganz im Klaren über unsere Leverage Factors und den Procession Progress. Sie führt das Unternehmen zu sehr im Stil der Old Economy. Alles müsste schneller gehen und tougher durchorganisiert werden. Das ist natürlich ein ganz subjektiver Eindruck und ich möchte dich bitten, meine Anmerkung vertraulich zu behandeln. Ich denke, du solltest wissen, wie ich denke. Grünwald. Christine, Schätzchen, seien Sie so gut und buchen für mich einen Flug nach Austin, Texas Business Class und ein schönes Hotelzimmer. Sehr geehrter Herr Geldzahler, 500 Geoshop und 200 Futurecom. Bestens. Tief aus den Wäldern von Elektroland erreicht ein Ruf das Ohr der Meute. Sie mögen kommen und mit flinker Hand ergreifen ihre fette Beute. Backroom,
Ich habe je 200.000 Cybernet, Geotech, Geocom und Futureshop auf Buy und 500.000 Geoshop bei 600% Gewinn auf Sale gesetzt. Ein guter Tag. Hier läuft alles bestens. Du solltest die Firmenleitung von Gameland Europe kennenlernen. Die Mannschaft ist so gut wie komplett. Ich rufe später nochmal an. Tag, Frau Insel, Bob Robert. Ich habe die beiden Strandhäuser in Santa Barbara in die engere Wahl gezogen. Bitte reservieren. Danke. Hallo, Kaiser. Es ist immer kompliziert, dem Don zu erklären, wenn etwas teurer wird, als geplant war. Bitte in Zukunft vom Kauf einer Firma zurückzutreten, wenn die festgesetzten Budgets überschritten werden, und mich informieren. Ich sehe dann, was ich tun kann. Der Don sagt, spare an der Zeit, dann hast du in der Not. Aber dennoch natürlich herzlichen Glückwunsch und meinen Dank zum Kauf der Programmierfirma. Wir sind auf einem guten Weg. Grünwald, ich denke nicht so. Kaiser Ledig ist teuer und Kaiser Ledig ist gut. Sie ist sogar top. Immer dran denken. Die spielerisch-künstlerische Komponente in Kombination mit einem vielfältigen Content machen die 3D-Welt zum ultimativen Image- und Marketing-Tool. Die Kühlschränke im Design-Department bei der Haustechnik und in der Küche am Empfang stinken. Überall gammelt Käse und Joghurt und Milch vor sich hin. Wer macht das endlich mal sauber? Kaiser, nochmal ich. Die Palmtops für die Führungskräfte sind bewilligt. Ebenfalls bewilligt sind auch 25 neue Stellplätze im Parkhaus. Was sollen wir tun? Die Programmierer. Christine, bitte eine Mail an die neuen Crewmember schicken. Herzlich willkommen bei Gameland Europe. Alle sind jetzt wohlhabend. Lasst uns reich werden. Und wenn das geschafft ist, lasst uns steinreich werden. Und darunter Bob Robert, Chief Financial Officer, Gameland Inc. Dot. Besten Dank. Was sollen wir tun? Die Programmierer. Nochmal Robert. Geoshop auf Buy, 500.000. Ich glaube, ich finde gerade einen Parkplatz. Nein, doch nicht. Es liegt das Paradies auf Erden am digitalen Wegesrand. Ein jeder kann ein Reicher werden. Gräbt ihr nur flink im Datensand. Kaiser, vielleicht kannst du noch einmal überlegen, ob Tanja ihren Hund doch mit ins Büro bringen darf. Er ist eigentlich sehr süß und er ist den ganzen Tag allein zu Hause. Ich glaube, Tanja arbeitet besser, wenn sie nicht so viel an ihn denkt, sondern ihn bei sich hat. Es ist nicht legal, das Gehalt zu kürzen, wenn jemand raucht, sagt unser Anwalt. Lieber Herr Geldzahler, bitte 10 Futurecom für mein Depot kaufen. Kaiser, Bob Robert wird circa 3 Stunden später im Büro sein. Es liegt immer noch am gleichen Problem. Er fährt mit seinem Porsche jeden Tag stundenlang um den Block und sucht einen Parkplatz. Ich habe den Banktermin bestätigt, das Meeting für heute Abend vorbereitet, Gebäck und Getränke bereitgestellt, die Unterlagen für die Palmtops zusammengestellt, die IT-Spezialisten informiert, die Flüge umgebucht, im Hotel in FFM deine Reservation für das Solarium gemacht und dein Zahnarzttermin verschoben. Den Don erreiche ich nicht, immer nur seine Mailbox. Ich rufe ihn weiterhin jede Stunde an. Geht es, dass ich heute früher gehen kann, wenn du mich nicht mehr brauchst? Frischer Kombucha-Tee kommt gleich. Und für 1900 habe ich dir Sushi bestellt. Christine. Hallo Kaiser. Ich verstehe nicht, was du schreibst. Ich kenne die Welt als eine komplizierte Mischung aus Wünschen und Wirklichkeiten. An den Schnittstellen dieser Systeme arbeitet unser Gehirn und weckt ständig ab, wie viel Wunsch es sich leisten kann und wie viel Wirklichkeit es hinnehmen muss. Alles, was du über deine Firma und das Projekt sagst, ist ein Märchen. Europa? Europa. Japan. Japan. USA. USA. Millionen User. Wunderbar. Siehe, alle zahlen Eintrittsgeld. Dem Don gehört die ganze Welt. Wer jung ist und ein wenig kann, fängt heute noch bei Gameland an. In dieser Zeit, die nun gekommen, wird vielerorts in Geld geschwommen. Und niemand, der sich ernsthaft fragt, ob irgendwo ein Zweifel nagt. Dornmail, Luxor, das alte Ägypten, Sitz der Pharaonen, Wiege des Lebens, Zentrum der Kulturen, Ursprung des Abendlandes. Vor 2 Jahren hatte keine Bank 100.000 Dollar Kreditlinie für die Ideen des Don. Tut uns leid, hieß es. Wir sehen keine hinreichenden Perspektiven für Ihr Unternehmen. Er hat trotzdem hart gearbeitet und seine Milliarde ohne Sie gemacht.
Heute fragen Sie, mit welchem Hollywood-Star er gerne zu Abend essen würde. Wir arrangieren das, sagen Sie. Sie müssen uns nur sagen, wer es ist. Er ist doch nicht der reichste Mann der Welt, aber er arbeitet dran. Die Banker werden den Don noch anrufen, weil die Hollywood-Stars mit ihm zu Abend essen wollen. Das alles ist der Grund dafür, dass in jeder Firma, in die der Don investiert, am Eingang eine Holzbank stehen muss. Eine unbequeme, harte Holzbank. Sie ist für die Banker und Analysten. Sie sind stets willkommen in jeder Firma, in die er investiert. Und sie müssen immer, immer, wenn sie einen Termin haben wollen, vorher dort Platz nehmen und warten. Nicht unter 2 Stunden. Ende Don Mail Luxor. Ich foltere alle, die Angst vor mir haben. Was sollen wir tun? Wir können eine Aufstellung von allen Spielen machen, die es gibt. Wir spielen alle durch und dann wissen wir, was gespielt wird. Das ist wahrscheinlich eine ganze Menge und je eher wir anfangen, desto besser. Bei uns fehlen alle Zeitschriften. Wer hat sie? Wir brauchen sie für unsere Designstudien. Herr Grünwald, ich kann Ihre Reise leider nicht buchen. Ich bin ja nicht Ihre Sekretärin. Christine Schön. Wäre für eine umfassende Marktanalyse der Spielebranche dankbar. MFG Grünwald, Chief of Marketing. Vielleicht sollten wir eine Bibliothek einrichten, wo alle Bücher, Zeitschriften, Filme und CDs zu finden sind. Wir machen eine Liste mit allen Extras. Wenn wir die Spiele spielen, wissen wir ja, was gespielt wird. Die Programmierer. Gute Idee. Christine, ich will keinen Hund im Büro und ich will keine Diskussion darüber. Tanja soll sich einen neuen Job suchen, wenn sie ohne ihren Hund nicht arbeiten kann. Wir brauchen ein Budget. Ich habe mal ein vorläufiges Logo für Gameland entworfen. Liegt auf dem Server in der Konferenz Design. Ordner Output. Christine, bei Rauchern wird das Gehirn 20% weniger durchblutet als bei Nichtrauchern. Sie leisten also 20% weniger. Wenn wir beim Buchhalter nichts machen können, was ich sehr bedauere, müssen wir es bei allen Neueinstellungen machen. Raucher verdienen 20% weniger. Weise den Buchhalter trotzdem darauf hin. Mach es mündlich, warte auf eine günstige Gelegenheit, nichts Schriftliches. Grünwald, es wird vorläufig keine Sekretärin für dich geben können. Wir brauchen alle neuen Leute in der Production und in der Administration. Setze deinen Wunsch auf die To-Do-Liste. Die Reise nach Texas canceln. Wir haben einen Scout in den USA, der Lookups aller Top-Level-Events macht. Teile ihm deine Präferenzen mit. Ich habe die Unterlagen für das Kickoff immer noch nicht erhalten. Ich brauche sie bis spätestens morgen Vormittag 1100. Das angeforderte CI muss bis morgen 1300 bei mir sein. Schick es als PPT. Schöpfer, was sind das für Nachrichten? Ich biete dir den Job, auf den du dein Leben lang gewartet hast und du sagst, es ist ein Märchen? Es ist die Wirklichkeit. Kaiser. First mover. Der Erste muss man sein. Position hold. Dann ist die Beute dein. Investor relation. Halte die Bilanzen rein. Strong sell. Halte die Verluste klein. Seed money. Fange damit schon mal an. Venture capital. Finde einen reichen Mann. Sollen wir anfangen? Christine, mir ist lieber, wenn du nicht früher gehst. Es kann jederzeit etwas dazwischen kommen und dann brauche ich dich. Deine Arbeitszeit ist eine feste Säule in meinem Alltag. Denke bitte darüber nach, dass die Arbeitszeit die Arbeitszeit ist. Ich weiß, dass du täglich länger bleibst. Wir alle wissen, dass unsere Verträge nur Richtwerte sein können. Bei dem, was wir vorhaben, werden wir nicht bewegen können, was wir bewegen wollen, wenn wir uns auf starre Rahmenbedingungen stützen. Flexibilität ist eine Eintrittskarte in die Zukunft. Hatte ich dich gebeten, meinen Zahnarzttermin abzusagen und einen neuen zu machen? Kannst du herausfinden, wie groß der Pool im Hotel in Madrid ist? Grünwalds Firmenwagen ohne GPS bestellen. Das Beste wäre doch, wenn ihr anfangt. Je eher, desto besser. Christine, kannst du bitte die Rechnungen aller Extraausgaben neu sortieren? Buch bitte ein Wellnessprogramm für FFM und bestell das Solarium wieder ab. Ich werde in 2 Stunden das Büro verlassen. Bitte ein Taxi zum Flughafen für 1600 und sei so gut und sag meinen Termin beim Frauenarzt ab. Und mach einen neuen. Dann fangen wir jetzt an. Was ist mit dem Budget? An alle. Die Zahl der Mitarbeiter wird sich in den nächsten Tagen auf 500 erhöhen. Wir werden Schritt für Schritt ein wichtiger New Economy Player. Ab sofort sind für alle Mitarbeiter Getränke, Obst und Snacks kostenlos. Die Firmenleitung hat es beschlossen, damit jeder sich wohlfühlt und seine ganze Energie für das große Ziel einsetzt. Jeder ist gut. Syra, lese in Wired, dass du neue Designs für Apple-Computer machen wirst. Das ist fantastisch. Ich bin so stolz auf dich. Und ein bisschen stolz bin ich auch auf mich. Ich habe ein wundervolles Apartment an der Uferpromenade gefunden. Ich kann es mir leisten, wenn sich das hier entwickeln wird, wie es sich entwickeln soll. Und entwickeln wird.
Ich werde nicht mehr wohnen, ich werde residieren. Schick mir bitte die Adresse des Designers, der dein Apartment in London gestylt hat. Du bist willkommen, wann immer du willst. Ich bin da, wann immer du kommst. Was ist mit unserem Budget? Kaiser, habe das Solarium auf Wellness umgebucht. Das Hotel in Madrid hat einen 18-Meter-Pool, 4 Saunen, 2 Whirlpools, 4 Massagebänke. Arzttermine sind verlegt. Die 9 Termine habe ich in deinen Planner eingetragen. Guten Flug. Bob, besten Dank für deinen Dank, dass ich die Firma gekauft habe. Sie haben den Preis nach oben getrieben, weil ihre Bewertung in den beiden letzten Wochen stark gestiegen war. Programmierer sind Mangelware. Mit Dadamine blüht uns Ähnliches. Sie kennen ihren Total Value of Ownership. Aber wir werden sie brauchen, wenn wir schaffen wollen, was wir schaffen wollen. Wir müssen also eine kluge und vor allem schnelle Lösung finden, wenn es teurer wird. Nicht zu kaufen wäre ein fataler Fehler. Dann kauft sie nämlich ein anderer. Werter Dawn, ich erreiche sie nicht, würde sie aber gerne erreichen. Kaiser Ledig, COO, Gameland Europe. Wir sollten nicht so viel hin und her diskutieren. Wenn es für euch zu schwierig ist, besorge ich mir die Analyse der Spielebranche anderswo. Was zählt, sind Taten. Grünwald. Christine, eine Abmahnung an den Network Administrator formulieren. Er hat der neuen Praktikantin das Passwort Besmois gegeben. Wir fangen jetzt an. Wir brauchen schnellere Rechner. Außerdem muss das Rauchverbot in unserer Abteilung aufgehoben werden. Vorgestern ist eine ganze Palette Klopapier geliefert worden. Heute ist alles weg. Was soll das? Kauft gefälligst euer eigenes Klopapier. Ich will nicht erleben, dass wir hier Taschenkontrollen einführen müssen. Denkt darüber nach. Liebe Kaiser, vielleicht solltest du dir Sorgen machen, wenn du den Unterschied nicht mehr erkennst. Was du von deiner Firma und dem Projekt sagst, ist ein Märchen. Und ein Märchen ist nun mal ein Märchen. Und so ist es. Und nicht anders. Kaiser, der Anwalt rät dringend davon ab, eine Nichtraucherklausel in die Verträge aufzunehmen. Er schlägt vor, stattdessen einen internen Code zu vereinbaren, der Raucher identifiziert und sie entsprechenden Gehaltsgruppen zuzuweisen. An die Programmierer. Dies ist eine Nichtraucherfirma. Das Rauchverbot gilt für alle. Schöpfer. Alles, was da draußen passiert, ist ein Märchen. Die Banken geben Millionen Kredite für Business-Ideen, für die du dich einfach nur schämen würdest. An der Börse überholen Kioske Weltkonzerne. Es ist die Zeit für neue Ideen, die beste Zeit seit über 100 Jahren. Und du bist der Beste. Wer ist denn so blöd und klaut Klopapier? Syrah, du arbeitest nur noch in USA, in Asien und im Orient. Das ist alles so far away. Wann kommst du in meine Nähe? Wann sind wir wieder zusammen? Habe dein neues Video gesehen. I don't like this music. Kann mir den Namen der Band nicht merken. Verstehe nicht mal, was du da gemacht hast. Es sieht gut aus, aber das sieht es ja immer, wenn du etwas machst. Du machst so viel. Musst du so viel machen? Lass mehr von dir hören und sei umarmt. Kaiser. Nach klugen Frauen wie Kaiser Ledig ist die Wirklichkeit zu einem Märchen geworden, das Wirklichkeit wird. Das ist wirklich ein schöner Traum, ein großer Traum. Aber meine Träume sind nicht so groß, Kaiser. Jedenfalls kann ich sie mir nicht leisten, so große Träume. Herr Grünwald, Ihr neues Handy ist angekommen. Es liegt an der Rezeption, weil der Hausbote heute auf einer Schulung ist. Wollen Sie es abholen? Schöpfer, du bist nicht allein in diesem Traum. Wir sind viele. Mach, dass er wahr wird. Was sagt ihr? Wir geben zu bedenken, dass Götter ungern schenken, wenn einer nicht im Gegenzug auch ihnen gute Dienste tut. Ja, klar. Die Götter lieben edle Werke, damit der Mensch sich stetig merke, dass er geschaffen wurde, sich zu verfeinern und nicht sein Dasein zu verkleinern mit blödem Firlefanz und Tand für nichts als Gold in seiner Hand. Auch klar. Weltweit wird der Elektroplunder nur dann ein sinnvoll leuchtend Wunder, wenn neben all der Gier nach Geld man Ausschau nach Gedanken hält. Kaiser, wenn wir es richtig anfassen, wird es gewaltig. Wir brauchen schnellere Rechner. Außerdem muss das Rauchverbot in unserer Abteilung aufgehoben werden. Ich werde Assistenten brauchen. Christine, in FFM alles okay. Hatte aber leider keine Zeit, die Wellnessbuchung wahrzunehmen. In 5 Stunden geht mein Flug nach Madrid.
Kontrolliere bitte die Handyrechnungen. Bob sagt, dass einige sehr hoch sind. Zu hoch. Er sagt, der Don sagt, eine Hand wäscht die andere. Ich glaube, dass wir das ernst nehmen sollten. Schöpfer, willkommen an Bord. Du bekommst einen Assistenten. In der gesamten Online-Redaktion sind die Locher, Scheren, Marker und Premium-Gold-Kulis mit dem Aufdruck Gameland verschwunden. Alle 1000 Stück. Außerdem fehlen 250 Pakete Nonnenschenkel. Wir bestellen das jetzt neu. Und wenn das nochmal wegkommt, stellen wir einen Wachdienst ein. Ja? Hallo, wo sind die Programmierer? Es ist 1600 und dort meldet sich niemand. Kaiser, ich habe eine Assistentin, Jenny. Du kennst sie, zumindest vom Telefon. Ich werde 12 weitere Assistenten brauchen. Kaiser, ich sollte auf jeden Fall selbst nach Austin fahren. Der Kongress ist sehr wichtig. Der Scout kennt meine Accessory Options nicht und es ist zu kompliziert, sie ihm mitzuteilen. Grünwald, Christine, können Sie das Handy für mich in Gewahrsam nehmen? Ich komme es dann später bei Ihnen abholen. Schöpfer, 12? Kaiser, was ist mit deinem Arzttermin heute Nachmittag, 1700? Ich habe ihn abgesagt. Soll ich einen neuen machen? Mr. Robert, die Programmierer fangen spät an. Kaiser, 12. Ich schaffe eine neue Welt. So soll es doch sein. Kaiser, was bedeutet im Zusammenhang mit den Handyrechnungen, eine Hand wäscht die andere? Und was ist so schlimm an Baz-Moore? Ich habe nachgesehen. Es heißt, gib mir ein Küsschen. Reicht das für eine Abmahnung? Christine. Christine, danke. Aber irgendjemand von den Programmierern muss doch da sein. Es ist bald Feierabend. Kaiser, der Adler fliegt allein. Ich werde viel unterwegs sein. Ich muss unsere Welt durchstreifen, um die neue zu schaffen. Ich muss immer online gehen können. In der Wüste, auf dem Ozean, in der Tundra, der Taiga, der Savanne und der Steppe. Ich brauche einen Laptop mit Satellitenconnection. Christine, eine Hand wäscht die andere bedeutet wohl, dass der Don von uns ein hohes Verantwortungsbewusstsein erwartet. Ein Handy ruft das andere. Eine Hand wäscht die andere. Versuche weiter, ihn zu erreichen. Und zu Baz-Moore. Es heißt noch was anderes. Die Praktikantin ist Französin und muss das jedes Mal eingeben, wenn sie an ihren PC will. Schöpfer, dein Satellite-Laptop ist bestellt. Syrah, entschuldige meine letzte Mail. Du musst natürlich genauso viel machen, wie du machst. Muss ich ja auch. Stimmt es, dass du die Geburtstagsparty des Prinzen von Dubai ausstatten wirst? Hab's in Parimatch gelesen. Ein bisschen zwischen den Zeilen. Lass mich wissen, was du fühlst, wenn du leise meinen Namen sagst. Don Mail, Paris. Die Stadt der Eleganz und des Luxus, der Liebe und der Schönheit. 1 Milliarde. Wie viel ist das? Wie viel ist das? 1 Million. Im Bündel. Aus 1000 erscheinen. 10 Zentimeter. 1 Milliarde. Gestapelt aus 1000 erscheinen. 100 Meter. 100 Meter. Und die Zinsen. 10 Meter auf ein Jahr. Und die Gewinne. Die Börse boomt. Nochmal 30 Meter. Also wie viel? 140 Meter auf ein Jahr. Das ist die Basis. Und dann Europa. 10 Millionen User. USA. 10 Millionen User. Japan. 10 Millionen User. $10 jeder. 300 Millionen jeden Monat. Und das ist erst der Anfang. Ende Don Mail Paris. Abgerechnet vor der Zeit gibt es nachher keinen Streit. Die Menschen suchen nach Räumen, in denen sie mehr finden als in den Mühlen ihres Alltags. Sie werden kommen und auf Welten treffen, die gewaltiger sind als New York, edler als Paris, lebendiger als Los Angeles, chaotischer als Laos, elender als Mexico City, die krimineller sind als Moskau, gefährlicher als Beirut, reicher als Genf, härter als Hongkong, heller als Las Vegas und schöner als Venedig. Wir nennen diesen neuen Raum, in dem jeder sein Glück machen kann, Digital Jerusalem. Ein Wahnsinn! Oh, super! Super! Die neue Welt! Wir bauen die neue Welt! Wahnsinn! Super! Super! Die neue Welt! Super! Super! Die neue Welt! Wir bauen die neue Welt! Das geht doch gar nicht! Außerdem muss das Rauchverbot in unseren Räumen aufgehoben werden. Wieso denn Jerusalem?
Kann mir das mal jemand erklären? Jerusalem hat zwei... Wie findet ihr das? Jerusalem hat vier Monde. Man kann fliegen. Jerusalem hat acht Himmel. Wie findet ihr das? Man kann sein Geschlecht wechseln. Jerusalem hat 16 Wetter. Wie findet ihr das? Welche Physik hat denn Jerusalem? Gibt es denn Straßengullideckel? Was ist unter den Deckeln? Wer hat das Recht, Straßenlaternen zu versetzen? Wie schnell fließt Wasser? Bluten Wunden? Gibt es Stoffwechsel? Gibt es Tiere? Was ist mit Gravitation? Wieso Jerusalem? Man kann berühmt werden. Jerusalem ist schön. Man kann reich werden. Jerusalem ist groß. Man kann glücklich werden. Jerusalem ist gut. Wieso Jerusalem? Besser als Beirut. Hat er doch gesagt. 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 Sehen wir, dass die Vision Wirklichkeit wird. Hoffen wir, dass die Vision Wirklichkeit wird. Wollen wir, dass die Vision Wirklichkeit wird. Weiß jemand, wo die Programmierer sind? Es ist 1700 und niemand meldet sich da. In der Küche bei den Grafikern ist die Espressomaschine verschwunden. Mr. Robert, die Programmierer fangen sehr spät an. In der Motion Capture Abteilung fehlt der CD-Brenner. Kaiser, was heißt denn Besmoir noch? Herr Grünwald, Anfrage der Chefin. Wo bleiben die Unterlagen für das Kickoff? Die geklauten Sachen müssen wieder her. Bis morgen. Sonst gibt's Ärger. Herr Geldzahler, die Kurse laufen optimal. Geotech Cell und 400 Cybershop bei M. Grünwald. Gameland Europa. Kaiser, ich verstehe deine Argumente bezüglich des Personalmangels. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Eine Sekretärin für meinen Bereich muss daher Top Priority bekommen. Eine Sekretärin für mein Department ist vertraglich vereinbart. Und da bist du in der Bringschuld. Ich verstehe nicht, weshalb die Lieferung meines Firmenwagens so lange dauert. Alle anderen haben längst einen. Ich bitte, diese Angelegenheit zu beschleunigen. Hallo Bob, hallo Kaiser. Das Konzept für Gameland ist zu abgehoben. Wesentliche Aspekte der Usability sind unberücksichtigt. Und es zielt auf die falschen Target Groups. Die Leute wollen Fun, das ist der Gap. Ich lese im Konzept aber von Gefahren, Chaos, Elend und Kriminalität. Das ist ein Killer. Allergrößte Bedenken habe ich beim Brand Jerusalem. Das geht gar nicht. Wir brauchen einen Brand, den jeder sofort versteht. Was haltet ihr von Yeah? Das ist sehr emotional und holt die Leute an der richtigen Stelle ab. Yeah hat eine positive Message und ist international. M. Grünwald. Grünwald, die Unterlagen für das Kick-Off sind immer noch nicht da. So viel zum Thema Bringschuld. Wenn dir nicht klar ist, wer für welche Aufgaben zuständig ist und wer sich aus welchen Bereichen herauszuhalten hat, sollten wir das in einem persönlichen Gespräch unter vier Augen klären, wenn ich zurück bin. Ich muss mich auf meine Mitarbeiter verlassen können. Christine, vielen Dank, dass Sie mein neues Handy aufbewahrt haben. Schade, dass Sie so schnell weg mussten. Ich finde gut, dass Sie mich darauf hinweisen, dass Sie die Sekretärin der Geschäftsleitung sind. Ich wollte lediglich anfragen, ob Sie mir unterstützend unter die Arme greifen können. Vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Würde das gerne wieder gut machen. Wollen wir essen gehen? Beste Grüße, M. Grünwald. Christine, Madrid ist eine Katastrophe. Hier versteht niemand, dass die Zukunft bereits begonnen hat. Außerdem sitze ich auf dem Flughafen fest. Teile dem Admin bitte mit, dass der neue Laptop für Grünwald noch nicht an ihn ausgeliefert wird. Er soll ihn vorher mit Standard 3 Software ausstatten. Er weiß, was ich damit meine. Kein Wort zu niemandem darüber. Hallo, Wenke. Erotisch und experimentierfreudig wäre Supi. Extreme Sachen inbegriffen. Das sind deine Worte. Klare Worte und für eine Frau von 18 Jahren sehr ungewöhnlich. Ich mag ungewöhnliche Frauen. Würde dich gerne zum Essen einladen und sehen, was passiert. Was ich kann, wer ich bin, wie ich ticke, wirst du dann leicht herausfinden. Warte auf Antwort. Martin. Hallo, Susanne. Ich bin sehr sinnlich und erfahren. Hab auch recht ausgefallene Spielarten drauf. War immer sehr aufgeschlossen und will neue Erfahrungen. Das sind deine Worte. Klare Worte. Und für eine Frau von 19 Jahren sehr ungewöhnlich. Copy und Paste. Liebe Mandy, ich liebe es, Sex auf einem Rasthof zu haben. Ich stehe absolut auf alles, was man in einem Auto machen kann. Das sind deine Worte. Paste. Bob, ich verstehe nicht, wieso Schöpfer zu teuer sein soll. Wir wollen Jerusalem bauen, die schönste Stadt der Welt. Er ist der Richtige. Syrah, ich kaufe die Wohnung, die Residenz. Danke für die Adresse des Designers. Leider nichts über dich in der Mail. Was fühlst du, wenn du die Augen schließt und meinen Namen sagst?
Ich drehe durch, wenn ich deinen sage. Christine, für Grünwalds Firmenwagen PDC und Seed Memory abbestellen. Ich habe keinen Überblick mehr über meine Arzttermine. Sage bitte alles ab, weil sich ohnehin alle Termine verschieben. Bin zwar in London, aber die Präsentation kann nicht stattfinden. Die Investoren mussten kurzfristig umdisponieren. Ich bleibe noch einen Tag. Hallo, Bob hier. Was ist denn bitte Jerusalem? Verstehe gar nichts. Bob, ich muss noch einmal auf Schöpfers Aktienoption zurückkommen. Vierfaches Jahresgehalt ist sein Claim. So muss es gemacht werden. Wir haben zwei neue Anfragen von Investoren. Ich habe Termine mit ihnen vereinbart und werde sie in den nächsten Tagen treffen. An alle, Gameland nimmt Gestalt an. Wir haben ein Konzept, ein wunderbares Konzept. Jede Abteilung soll dieses Konzept zwei Tage lang diskutieren. Dann werden wir darüber reden und festlegen, wie wir vorgehen. Die Firmenleitung hat ein Schiff gemietet, auf dem am Freitagnachmittag ein kleines Fest stattfindet. Wir tun das, damit ihr euch alle noch besser kennenlernt und noch intensiver eure Ideen austauschen könnt. Jeder ist wichtig, mehr denn je. Kaiser Ledig, COO, Gameland Europe. Schöpfer, ein wundervolles Konzept. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich bemerke, wie es die Firma mit Energie auflädt. Denke bitte noch einmal über den Namen nach. Das gesamte Venture hier ist unter dem Brand Gameland zusammengefasst. Jerusalem ist zu kompliziert. Gameland soll ein Ort für alle sein. Und für alle soll er vor allem eines bedeuten. Glück. Bist du noch in London? Grüße, Kaiser. Christine, die Telefonzentrale ist nicht nach Plan besetzt. Ich höre, dass Tanja seit zwei Tagen nicht bei der Arbeit ist. Wieso? Grünwald, deine Revision zum Konzept kommt zu früh. Alles Weitere entnimm bitte der Mail an alle von heute. PS, deine Anmerkung über den Brand stimme ich zu. Wir machen aber auch diese Diskussion zum Bestandteil der allgemeinen Diskussion. Keine Messages an niemanden. Wenn ich einen Zeitrahmen setze, gilt er für alle. Kaiser, das Konzept ist nicht fertig. Es ist ein erster Draft, mehr nicht. Digital Jerusalem ist mein Arbeitstitel. Ich ändere ihn. New York, das ich wegen London verlassen habe, hatte ich auch umbenannt. In Zoo York, das spannendste Gehege für den Homo Sapiens. London ist nicht die Hauptstadt der Welt. Bin wieder unterwegs. Hallo John. Ich weiß, dass du das Bild zu teuer findest, aber es wird noch teurer werden. Baselitz ist die Antwort. Die Welt steht Kopf. Kauf ihn für mich und bring ihn in mein Haus in Sophie Antipolis. Ich will, dass er dort hinter meinem Schreibtisch hängt. Die Sauerei in den Kühlschränken ist immer noch nicht weg. Außerdem gehört euer Pizzamüll nicht in die Papierkörbe. Werft ihn gefälligst in die Abfallkübel in den Küchen. Dieser Raum gehört allen. Er ist grenzenlos. Kein Gebirge, kein Ozean. Nicht einmal die Gesetze der Physik können seine Besiedlung stoppen. Ich nenne es das Pearly Gate. The Pearly Gate. Die 12 Perlentore des neuen Jerusalem. Ist es nicht ein bisschen zu vertrackt, verzwackt, verkackt? Macht es farbig, macht es schön, macht es groß. Macht es weit. Wir machen es fein. Wir machen es schön. Wir machen es groß. Wir machen es groß. Wir machen es weit. Wir machen es geil und holy und moly. Wir machen es biss und okie und doki. Wir machen es cool und irre und kirre. Kannst du schon sehen, was geschieht, dass jeder seinen Teil nur sieht? Vom Ziel sind alle weit entfernt, da niemand zuzuhören lernt. So wird am Ende dir nur bleiben, Gedanken vor dir herzutreiben, die niemals werden Wirklichkeit in deiner kurzen Lebenszeit. Macht es hinreißend, macht es glitzern, macht es verlockend, macht es gewaltig. Eine neue Ehemaus. Mein Wireless Headphone ist weg. Mein Palmtop ist mein weg. Mein Mountainbike ist weg, stand im Flur. Mein Leafpack ist weg. Mein MP3-Player ist meine weg. Meine Blade Runner. Meine Björk-CDs sind weg. Hallo Kaiser. Dreifache Aktienoptionen für eine ThinkTech Master, mehr geht nicht. Sag bitte das Investorentreffen in London ab. Nicht jede Leiter führt in den Himmel, sagt der Don. Und damit hat er recht. Er braucht keine Partner, die vorsichtig sind, er braucht Partner, die Geld verdienen wollen. Ja, hallo. Ja, wunderbar. Nein, wird ein guter Tag. Es geht ein bisschen rauf und runter, aber ein guter Tag. Gearshop fallen weiter. 2 Millionen nachkaufen. Christine, ich komme später. Ich finde hier... Ja... Oh, wunderbar. Immer schön, Ihre Stimme zu hören. Ja, ich komme später. Ich finde hier keinen Parkplatz. Ja? Ja, das wäre toll. Bis gleich. Backroom, wo bist du? Klar, ich rufe später nochmal an.
Kaiser, nochmal Bob. Sieh mal unter factcompanies.com nach. Da findest du Black World. Sie waren an was Ähnlichem dran wie wir, aber sie hatten nicht die Mittel. Wir haben nur eine Woche gebraucht, um sie fertig zu machen. Ich habe verkauft, bis ihr Kurs so runter war, dass die Banken kalte Füße bekamen und die Kredite gekündigt haben. Lass den Namen Black World bei den Verhandlungen mit Datamine fallen. Sie werden mit dem Preis runtergehen. Wo sind die Programmierer? Es ist 1700 und niemand nimmt da ab. Kaiser, ich atme die Luft der Tuilerien und brauche mehr Zeit für die Details. Es sind Millionen. Alle drängeln. Halt sie mir vom Leib. Tag, Frau Insel. Bob Robert. Es wird das Strandhaus am Kellogg Drive sein, wenn der Preis um 10% niedriger liegt. Das zweite Haus bitte weiter reservieren. Ich muss da noch jemanden überzeugen. Was wir heute erlebt haben, das sind Panikverkäufe. Das sind ich rufe später nochmal an. Don Mail, Venice. Stadt der Kanäle und der Gondolieri. Kleinod abendländischer Kultur und Quelle immerwährender Freude. Eine böse Bag. 15 Meter Verlust. Geoshop hat Probleme. Cybershop hat Probleme. Future Tech hat Probleme. Und der Don hört, dem Land braucht mehr Geld. 50 Millionen. Das sind 5 Meter. Der Don aber sagt, 3 Meter für Gameland. 3 Meter für die nächsten 100 Meter. Keine 5 Meter. Nicht bei 15 Meter Verlust. 3 Meter, das ist das Wort. 3 Meter für 100 Meter. Ende Don Mail Venice. Zu satt macht matt. Das Glück scheint äußerst launisch heute. Nicht jeden Tag gibt's fette Beute. Doch meistens ist der Mensch zu dumm und reißt das Ruder spät erst um. Ja, allermeist zu spät sogar. Stets ruiniert mit Haut und Haar. Christine, wo bist du? Erhalte seit einer halben Stunde keine Antworten von dir. Hier auf dem Flughafen ist die Hölle los. Die Börse fällt sehr schnell und die Leute drehen durch. Sie betrachten die Laufbandanzeigen mit den Kursen hier wie sonst nur Großprojektoren, wenn ein Fußballspiel übertragen wird. Kenne mich in Zürich nicht aus. Suche bitte ein geeignetes Hotel. Es ist dringend. Ich muss wissen, woran ich bin und wie es weitergeht. Kaiser. Am nächsten Morgen doch bereits. Die Kurse steigen wieder. Erliegt er abermals dem Reiz und singt die gleichen Lieder. Vom großen Schatz und leichter Beute, die auf ihn sicher wartet heute. Hallo Geldzahler, 2 Millionen Geoshop auf Buy. Herr Geldzahler, bitte alle meine Aktien verkaufen. Hallo Kaiser, tut mir leid, ich war kurz weg. Bob hatte wieder Probleme, einen Parkplatz zu finden. Da bin ich kurz runter mit einem frischen Kaffee und hab gewartet, bis er mit seinem Porsche vorbeikam. Er hat sich gefreut und wir haben uns ein paar Minuten unterhalten. Nur kurz. Dann kamen Nachrichten, dass es an der Börse runtergeht. Da musste er hektisch telefonieren und ist mit dem Kaffee weitergefahren. Ich dachte, ich sollte mal was für ihn tun. Kümmere mich um Zürich, melde mich so schnell wie möglich und hoffe, dass es dir bei all dem Stress gut geht. Herr Grünwald, Ihr Auto wird heute um 1300 geliefert. Ich kann nicht entscheiden, ob ich Aufgaben für Sie übernehmen darf. Sie müssen das mit meiner Chefin besprechen. Grüße, Christine. Kaiser, Tanja hat freigenommen. Ihr Hund ist krank. Was heißt denn Baisemoi noch? Grünwald, bevor es für Sie unangenehm werden kann, möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Handyrechnungen im Auftrag der Firmenleitung kontrolliert wurden. Auf Ihren Rechnungen tauchen mehrstündige Gespräche mit eindeutigen Nummern auf. Ich habe sie aussortiert, kann sie aber nicht allzu lange zurückhalten. Kaiser, ein Irrtum mit dem Auto. Ich bin Chief of Marketing, also steht mir ein Auto wie Bob und dir zu. Bob hat ja sogar Internetempfang. So kann die Zukunft nämlich auch aussehen. Sorg bitte dafür, dass diese Angelegenheit schnellstens bereinigt wird. Zudem benötige ich ein höheres Limit auf der Kreditkarte der Firma. Die Klobürsten sind zum Benutzen da. Eine echte Kulturleistung, wenn man sich daran hält. Hier kommt unsere erste Spielanalyse. Escherons Call ist in einer Zeit vergleichbar mit dem Mittelalter angesiedelt. Das heißt, von Zauberern bis zu Rittern und anderen Helden findet man alle möglichen und unmöglichen Kreaturen. Also alle Zutaten zu einem Fantasy-Rollenspiel. Im Spielgebiet sind Städte, Dungeons, Dörfer und andere Bauwerke angesiedelt. In der Player-vs-Player-Welt gibt es keinen Schutz vor anderen Spielern. Dort herrscht totale Anarchie. Die Spieler bestimmen die Regeln. Entweder man ordnet sich diesen Regeln unter oder man stirbt. Bei der Erschaffung seines Charakters kann man auswählen zwischen Alluvian, Garundim und Scho. Kaiser, Bob hier. Bitte regeln, dass die Arbeitszeiten eingehalten werden. Von allen. Man muss die Leute zu normalen Arbeitszeiten erreichen können. Christine, Sie haben nichts zu meiner Einladung gesagt. Ich habe für heute Abend einen Tisch bestellt. John, ich kaufe die beiden Werner Panton Hardchairs von 1958. Kaiser,
Ich brauche mehr Zeit. Programmierer. Was sind Alluvian, Garundin und Sho? Was passiert in den Städten, Dörfern und Dungeons von Asheron's Call? Und welche Bedeutung hat der Fluss? Grünwald, die Angelegenheit mit dem Auto wird nicht diskutiert. Nur die Officers bekommen Level 1 Firmenwagen. Sieh in deinen Vertrag. Christine, Grünwalds Kreditkarte auf 3000 herunterstufen. Schöpfer, Paris. Ich liebe diese Stadt. Ihre Nächte, die großen Shows, die Partys. Mehr Zeit haben wir leider nicht. Wir müssen uns beeilen. Bob sagt, der Don sagt, rede wenig, rede wahr, zehre wenig, zahle bar. Ich glaube, er meint damit, dass wir uns beeilen sollen. Welcher Fluss? Kaiser, sag dem Don, dass Rom auch nicht an einem Tag erbaut wurde. Und zu Paris. Es ist ein Ort, an dem jeder den Genuss sucht und kaum einer ihn findet. Wir sind abgereist. Wir wissen nichts von einem Fluss. Simon, du kommst nach Europa. Wie sehr ich mich darauf freue. Ich denke an Paris. Den Ausblick aus deinem Apartment, die Geräusche der Stadt, die Seine zu unseren Füßen, die Nächte, die großen Shows, the Partys, die schönen Frauen, deine neuen Kleider, meine neuen Kleider. Ah, ich finde keine Zeit, sie zu tragen und keinen Anlass. Ich werde sie tragen, wenn du hier bist. Ich denke an London, den Ausblick aus deinem Apartment, Geräusche der Stadt, the Thames zu unseren Füßen, die Nächte, die großen Shows, the Partys, die schönen Frauen. Ich denke an Rom, den Ausblick aus deinem Apartment, die Geräusche der Stadt, der Tiber. Kaiser, wir brauchen ein paar fähige Freelancer, die sich um die Details kümmern. Die Programmierer sind ein Klotz am Bein. Habe ein Boot gechartert und kreuze vor Korsika. Habe endlich mein Lieblingsbild gekauft. The Cleaner von Baselitz. Kennst du es? Er hat es zweimal gemalt. Eins hängt im Guggenheim und das zweite jetzt in meinem Haus an der Côte. Ich brauche mehr Zeit. Programmierer? Der Fluss Acheron. Kaiser, die Programmierer haben in dieser Woche für 100.000 Dollar Computerspiele gekauft. Grünwald hat diesen Monat Restaurantquittungen für 5.000 eingereicht. Die Artworker haben Musik-CDs für 10.000 gekauft, für Bücher 2.000 ausgegeben und für monatlich 2.000 Zeitschriftenabonnements bestellt. Die 18 neuen Firmenwagen wurden mit GPS-System und CD-Wechsler geliefert. Die Leasingraten erhöhen sich dadurch pro Fahrzeug um 20%. Kann ich das alles so abheften? Bob Robert, den ich das gefragt habe, hat mich angesehen und gemeint, der Don würde sagen, Naschen macht leere Taschen. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich tun soll. Das ist kein Fluss. Das ist der Dämon, der ruft. Asheron's Call. Wieso soll das denn ein Fluss sein? Vielleicht ein Wasserfall. Wieso denn ein Wasserfall? Wegen dem Sound. War nur eine Idee. Das will ich hoffen. Kaiser, die Programmierer haben das Rauchverbot in ihrer Abteilung aufgehoben. Kaiser, ich lasse jetzt meine Leute die Arbeit machen, an der die Programmierer sitzen. Gib ihnen etwas anderes zu tun. Sie sind so blöd. An alle. Wir sind ein New Economy Player. Gameland Europe ist ein Unternehmen der neuen Generation, ein Unternehmen der Zukunft. Die Arbeitszeit beginnt um spätestens 900, für jeden. In Ausnahmefällen ist 1000 möglich. Diese Anweisung ist sofort, also ab morgen, umzusetzen. Kaiser Ledig, COO Gameland Europe. Schöpfer, das Bild kenne ich nicht, aber herzlichen Glückwunsch. Christine, Baisemore heißt Fick mich. Hast du den Text für die Abmahnung fertig? An die Programmierer. Dies ist eine Nichtraucherfirma. Ich sage das zum letzten Mal. An alle. Extra-Ausgaben sind ab sofort zu stoppen. Dazu gehören auch Restaurantquittungen und Handy-Privatgespräche. Wir sind mit dem gesamten Projekt im Verzug. Getränke, Obst und Snacks sind ab sofort nicht mehr kostenlos. Kaiser Ledig, COO, Gameland Europe. Ach du Scheiße! Was ist denn jetzt los? Das ist ja gar nicht toll. Was machen die, um uns zu bestrafen? Was habe ich denn getan? Für denn? Die drehen durch. Habe gehört, die Leute bei Gameland kriegen keinen Orangensaft mehr, weil sie zu viel trinken. Die meisten dort arbeiten jeden Tag mehr als 12 Stunden. Da kommt man nicht zum Einkaufen. Trotzdem wurden die Getränke gestrichen. Ich habe auch gehört, es liegt an der COO. Sie bestimmt sowas alleine. Sie ist ein Control-Freak. Ich sehe dunkle Wolken am Himmel der New Economy. Gameboy. Kein Geld mehr? Unsinn. Geld ist nicht das Problem. Die wollen uns bestrafen. Unternehmermobbing. Gründen wir einen Betriebsrat. Mann, wir haben 2001. Der Geldgeber hinter Gameland ist ein skrupelloser Volltrottel. Er kümmert sich einen Scheiß um seine Firmen. Ihn interessiert nur Geld, obwohl er davon längst genug hat.
Game-Shit. Kaufe ich mir mein Wasser eben selber. Kontrollieren Sie jetzt unsere Handyrechnung. Kontrollieren Sie jetzt unsere Telefonate. Lesen Sie jetzt unsere Mails. Verbrauchsverbot in unserer Abteilung muss aufgehoben werden. Liege heulend im Bett. Bin seit 10 Tagen unterwegs. Schlafe wenig, wühle in Hotelbetten und muss an dich denken. Habe begonnen, mir auszudenken, was ich mit dir mache. Die Einsamkeit meines Jobs macht mich zur Triebtäterin. Dann kam ein Mail, dass ich zurück muss. Du bist in Paris, ich in Zürich. Morgen wollte ich zu dir aufbrechen. Jetzt ist das Meeting verlegt worden nach Deutschland, weil unser CFO dabei sein will. Wie lange bleibst du noch in Paris? Kaiser, guten Morgen. In dieser Stadt gibt's überhaupt keine Parkplätze, nicht mal im Parkhaus. Der Don hat die Nachkalkulation abgelehnt. Es war ein ungünstiger Termin für das Gespräch. Die Kurse gingen runter, da hat er immer schlechte Laune. Ich versuche nochmal nachzuhaken, wenn die Kurse steigen. Hallo, Bob Robert. Geoshop bei. Gleiche Menge wie gestern. Die kommen wieder. Nur für Frauen... Zögernd stellt sich die Frage, was, wenn die mageren Jahre bereits die fetten waren? Simon, wieso? Kannst du nicht doch noch bleiben? Ich halte es nicht aus zu wissen, dass du so nah bist und wir uns nicht sehen. Mach es möglich, Darling. Flieg noch nicht zurück. So wie jetzt wird es nichts mit der schönen Zukunft. Mein Horoskop sagt heute, Frieden ist für später, im Grab. Leben ist Kampf. Nehmen Sie es mit Heiterkeit. Dann wird es nicht so schön. Aber du bist schon wieder weg und wir haben uns nicht gesehen. Mein Weg wäre einfacher, wenn ich wie du wäre. Ein golden. PS, kannst du dich in Kalifornien umhören, wer und was der Don ist? Er ist unser Investor und wir hier wissen so gut wie nichts über ihn. In der Welt, in der du dich bewegst, ist er sicher bekannt. Habe Bilder der Galliano-Show in Vogue gesehen. Du weißt einfach, wie es geht. Die Bühne sah aus, als sei alles ein riesiges Aquarium. Christine, bin in 4 Stunden wieder im Büro. Bitte alles für das Treffen mit Dadamine vorbereiten. Und buche bitte ein Ayurveda-Wochenende für mich. Ich muss mal ausspannen. Kaiser, willkommen zu Hause. Der CEO und CFO von Dadamine sind um 1500 hier. Konferenzraum ist vorbereitet. Der CFO trinkt nur grünen Tee. Steht bereit, die weiße Kanne. Der CEO ist Raucher. Sie haben extra darauf hingewiesen. Soll ich einen Aschenbecher hinstellen oder gilt das Rauchverbot auch für ihn? Bob Robert kann an diesem Gespräch leider doch nicht teilnehmen, lässt er dir ausrichten. Hier fehlen 2 Flachbildmonitore. Christine, finde heraus, welche Banken zurzeit die günstigsten Privatkredite gewähren. Ist Tanja wieder bei der Arbeit? Ist Grün-Weiß-Reise nach USA storniert? Hast du die Abmachung für den Admin entworfen? Sind die Flat-Screen-Monitors wieder aufgetaucht? Der Admin soll den Laptop an Grünwald ausliefern. Bob, Dadamine blieb unbeeindruckt, als ich Black World erwähnte. Sie sagten, deren Geschäftsmodell sei von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen. Dann haben sie einen höheren Preis gefordert als ursprünglich vereinbart. Er liegt weit über der Calculation. Wir müssen eine Lösung finden. Verdammt, wo sind die Programmierer? Es ist 1800 und keiner meldet sich da. Ich bin in Kairo, wo im Kreisverkehr in beide Richtungen gefahren wird. Wo 1 Million Menschen davon leben, den Müll der Stadt zu sammeln, zu sortieren und das Material wieder ins Wirtschaftssystem zurückzuführen. Wo die Leute so lange neue Etagen auf Häuser bauen, bis sie zusammenbrechen. Die dritte Welt ist reine Science Fiction. Brauche mehr Zeit. Kaiser, hallo. Bob hier. Was sind das für Rechnungen aus dem Think Tank? 12 mal 10.000 pro Monat. Wo sind die Verträge dazu? Wer hat das abgezeichnet? Das muss dringend geklärt werden. Dadamine wird einknicken. Wir lassen sie noch ein bisschen warten. Nur mit Parkausweis. Dieser Raum gehört allen. Er ist grenzenlos. Kein Gebirge, kein Ozean. Nicht einmal die Gesetze der Physik können seine Besiedlung stoppen. Ich nenne es das Apeiron. Hallo Janine. Du bist ungeduldig, tolerant, wählerisch, inkonsequent, vergesslich, unpünktlich, zickig, anmaßend, überheblich, unordentlich, stur. Egoistisch, selbstherrlich und gemein. Du sagst es lieber gleich am Anfang, damit die nachher keine Klagen kommen. Du scheinst ein richtiger kleiner Schlumpf zu sein.
bist wahrscheinlich noch nie an den richtigen geraten und streunst ziellos in der Gegend herum. Melde dich, wenn dein Mut reicht. Ich zeige dir dann schon, wo es lang geht. Hallo, Amy. Du suchst jemanden, der dir zeigt, wo dein Hammer hängt und mit dir mehr als nur eine Nacht durchmacht. Du scheinst eine richtige kleine Schlange zu sein. Du bist wahrscheinlich noch nie an den richtigen Copy. Bist. Hallo, Chantal. Du bist ein sexfreudiges, schlankes und außergewöhnliches junges Girl. Du suchst einen gut gebauten Wien für tabulose Spiele, Sex im Freien und einen außergewöhnlichen oder verbotenen Ort. Du scheinst eine richtige kleine Pest. Sehr verehrter Don, die Verhältnisse im Unternehmen lassen sich nicht so ohne weiteres in einer E-Mail beschreiben. Sie sind kompliziert und vieles geht in die falsche Richtung. Ich möchte Ihnen das gerne unter vier Augen darstellen und schlage vor, dass ich Sie besuche. Ich gehe davon aus, dass Sie mit diesem Vorschlag einverstanden sind, wenn ich innerhalb von 48 Stunden keine gegenteilige Nachricht von Ihnen erhalte. Hochachtungsvoll, Ihr Martin Grünwald, Chief of Marketing. Um selber an der Macht zu nippen, muss man den Spieltisch bisschen kippen. Nicht viele die Revolte wagen. Die Strafen sind stets hart. Es geht fast jedem an den Kragen, der sich mit Lügen paart. In solch gefährlichem Gewässer erreicht das nicht das richtige Ziel. Nur wer naiv ist. Oder besser. Als alle anderen im Spiel. Wohlan. Wir wollen staunend schauen. Ob dieser hier ist von den Schlauen. Im listigen falschen Ränkespiel. Von dem er sich erhofft zu viel. Schöpfer. Grünwald sabotiert. Er schreibt Dossiers an den Dorn. Weißt du, Kaiser, alle wollen in den Himmel. Aber keiner will sterben. Er ist ein Idiot. Er will ein großes Auto und einen wichtigen Titel. Gib ihm, was er will, oder wirf ihn raus. Fahre gerade ein Stück den Niger hinauf, auf den Spuren von Mungo Park. Die Welt hier ist voller als voll. Afrika ist nicht von dieser Welt. Was ist Apeiron? Kann mir das mal jemand erklären? Schöpfer, bloß weil du nicht paranoid bist, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht hinter dir her sind. Grünwald schreibt dem Dorn, dass deine Concepts nichts taugen. Kaiser, schmeiß ihn raus. Bob, wir müssen über Datamine sprechen. Wir brauchen dringend weitere Programmierer. Datamine wäre die Lösung. Die Zeit drängt. Wie weit bist du mit deinen Bemühungen? Wäre es nicht besser, der Dorn erhöht das Budget? Du weißt, die Schnellen fressen die Langsamen. Grünwald ist illoyal. Wir müssen ihn entlassen. Christine, raucht der Buchhalter noch? Syrah, denke an mich und spiele unser Venedig-Spiel. Heute um 1900 GMT. Ich werde das Gleiche tun, zur gleichen Zeit. Kaiser, Bob hier. Kein Grund zur Eile. I see nothing but great times. Ich habe die Sache mit Datamine unter Kontrolle. Grünwald bleibt. Wir haben ihn und seine Firma teuer eingekauft. Was ist mit diesen Rechnungen aus dem Think Tank? Du musst mir das erklären. Bob Robert, Geoshop nachkaufen. Ja, doppelte Menge. 8 Millionen. Nur für Anwohner. Christine, Grünwalds Tankkarte nicht an ihn ausliefern. Er soll sich in dieser Sache an mich wenden. Was ist mit dem Buchhalter? Schöpfer, ich kann Grünwald nicht entlassen, ohne eine ernste Crisis heraufzubeschwören. Beschwör die Krise herauf. Kaiser, Grünwald hatte einen Autounfall. Ihm ist nichts passiert. Das Auto hat Totalschaden. Der Buchhalter ist krankgeschrieben. Lungenentzündung. Konnte nicht mit ihm reden. Beckeroo, Bob hier. Klar, ich rufe später nochmal an. Kaiser, die Rechnungen des Think Tank werden nicht bezahlt. Es gibt keine Verträge. Eine Zusage deinerseits reicht nicht, um diese Ausgaben zu rechtfertigen. Weißt du, was mit den Programmierern los ist? Gehen sie nicht ans Telefon oder sind die nie da? Grünwald, geht es dir gut? Was ist passiert? Was für ein Unfall? Kaiser, Bob, das ist keine gute Nachricht. Die Think Tank-Rechnungen müssen natürlich bezahlt werden. Ich muss mit dem Dorn sprechen. Kaiser. Christine, sehe ich das richtig, dass Tanja seit 3 Wochen krankgeschrieben ist, weil es ihrem Hund nicht gut geht? Bestelle sie zu einem 4-Augen-Gespräch. Buche bitte einen Flug nach FFM für morgen 1400. Das gleiche Hotel wie beim letzten Mal, inklusive Wellness-Programm. Hoffe, ich kann es diesmal wahrnehmen. Grünwald, das vor Wochen angeforderte CI ist immer noch nicht in einem zufriedenstellenden Zustand. Vielleicht kümmerst du dich weniger um Autos und Reisen und mehr um deine Aufgaben. Ich muss mich auf meine Mitarbeiter verlassen können. Schöpfer, gib dem Projekt bitte nicht immer neue Namen. Es heißt Gameland. Apeiron, sagt Bob, davon hat der Dorn noch nie gehört. Und hier weiß auch niemand, was es bedeuten soll. Die Zusatzkosten für deine Assistenten wurden abgelehnt. Ich kümmere mich darum. Wieso bist du so schnell wieder aus Afrika abgereist?
Altai-Gebiet? Wo liegt das und was machst du da? An alle. Das Projekt schreitet mit großen Schritten voran. Euer Input zum Concept hat ein gutes Added Value erzeugt. Getränke sind wieder kostenlos. Jeder ist wichtig. Kaiser Ledig, COO, Gameland Europe. Christine, hatte den Eindruck, dass etwas nicht stimmt. Du wirkst unkonzentriert. Sag, wenn etwas ist. Kaiser, alles in Ordnung. Danke. Ich hatte ein etwas merkwürdiges Erlebnis. Mein Auto ist gestern nicht angesprungen. Bob Robert kam vorbei und hat mich gefragt, ob er mich nach Hause bringen soll. Hab ja gesagt. Unterwegs hatte er die Idee, dass wir noch einen Drink nehmen könnten. Wir sind zu einer Afterwork-Party gefahren. Er ist ziemlich bekannt. Viele Leute sprechen ihn an. Man sagt, er verwaltet mehr als $1 Milliarde für den Don. Nach 2 Stunden sind wir wieder gegangen und er hat mich nach Hause gebracht. Und dann wurde es ein bisschen komisch. Er ist mit bis zur Haustür gekommen und hat gesagt, ich könnte ihn ja fragen, ob er mit hochkommen will. Ich wusste nicht so recht und habe gefragt, was er macht, wenn ich es nicht tue. Dass ich meinen Job verlieren kann, wenn er es will, hat er gesagt. Und dann gelacht. Ich glaube nicht, dass er das ernst gemeint hat. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Mache mir wahrscheinlich ganz unnötig Sorgen. Grünwald, Ihr neues Auto ist da. Fahren Sie vorsichtig. Christine. Was sollen wir tun? Fast alle Spiele sind geklaut. Wir wollten neue bestellen, wurde aber nicht genehmigt. Wir sind durch mit allen, die wir noch haben. Wir wollen was programmieren. Was sollen wir tun? Kaiser, Anfrage vom Zahnarzt. Ob du Angst hast, weil du jetzt schon 4-mal den Termin verschoben hast. Grünwald teilte mit, dass er seine Handyrechnungen der letzten 2 Monate selbst bezahlt. Tanjas Hund ist gestorben. Hallo Kaiser. Bin bei dem Unfall mit heiler Haut davongekommen. Ich bitte dich noch einmal darüber nachzudenken, wie wir das Problem Auto lösen können. Der neue Wagen ist wie der alte und ich bin nach wie vor der Meinung, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Ich hatte von Bob eine mündliche Zusage, dass ich einen Level-1-Wagen bekomme. Grünwald. Christine, ich hatte einen Tisch reserviert und habe 2 Stunden auf Sie gewartet. Sie sind nicht gekommen. Dennoch herzlichen Dank für die Aushändigung der Handyrechnungen. Ich schätze Ihre Loyalität hoch, Grünwald. Herr Grünwald, ich kann nicht mit Ihnen essen gehen. Das ist nicht erlaubt. Jedenfalls ist es nicht gewünscht, Christine. Bob, was hier unter dem Namen Apeiron entsteht, hat nichts mit der Idee zu tun, die du mir beim Takeover meiner Company vorgestellt hast. Mandy, du sagtest, du bist ein sexfreudiges Girl und liebst es außergewöhnlich. Das einzige Außergewöhnliche, das ich an dir feststellen konnte, war, dass du verklemmt und abweisend bist. Fahr zur Hölle. Dana, du sagtest, du suchst jemanden, der dir zeigt, wo der Hammer hängt. Das Einzige, was von dir zu sehen war, ist das Getue einer versoffenen Möchtegern-Diva. Fick dich selbst. Heidi, du sagtest, du suchst den ultimativen Seitensprung, hast mich aber den ganzen Abend vollgejammert mit deinen beschissenen Beziehungsproblemen. Dreh doch das Gas auf. Kaiser, das Altai-Gebiet liegt im südlichen Sibirien. Hier gibt es etwas, das wahrscheinlich im ganzen Universum einmalig ist. Hier fallen die Raketenstufen von Soyuz und Proton-Raketen vom Himmel, mitten in die Taiga. Wir fahren durch eine Gegend, in der die Trümmer in den Feldern liegen, groß wie Omnibusse. Hightech-Material, das sehr widerstandsfähig ist. Die Bauern zimmern daraus Hühnerställe. Ich sitze hier für ein paar Tage fest. Mein Rollstuhl ist defekt. Das Ersatzteil muss angeliefert werden. Ich liege in einem Bett in einer kleinen dunklen Hütte am 20. Breitengrad. Jenny und ich arbeiten am Konzept und eine russische Bäuerin kocht unglaublich schmackhafte Gerichte. Die Menschen hier sind so hilfsbereit, dass ich mich schäme, wenn ich an meinen Alltag in Europa denke. Sehr geehrter Don, herzlichen Dank für die Einladung. Ich mache mich umgehend auf den Weg. Ich hoffe auf eine Wendung zum Guten, für die es gute Chancen gibt. Wenn an zentralen Positionen einige Personen ausgetauscht werden, wird sich alles wieder in die richtige Richtung entwickeln. Mit partnerschaftlichen Grüßen, M. Grünwald, Chief of Marketing, www.stuffteens.com. Come into my mouth. Christine, bitte dem Admin sagen, er soll ein Profil von Grünwalds Netzverbindungen aufstellen. Die letzten 2 Monate. Das Ergebnis ist vertraulich und geht direkt an mich. Die Abmahnung an den Admin zurückhalten. Ich habe gehört, er und die Praktikantin sind jetzt zusammen. Kannst du herausfinden, ob das stimmt? Syra, du hast den Dawn schneller gefunden, als ich ihn ans Telefon bekomme. Leider kam die Mail von deiner Assistentin. Was sie schreibt, ist ein Schock. Kannst du noch mehr über ihn herausfinden? Du bist tatsächlich in Dubai.
Ich habe ein Foto von dir auf der Homepage von Vanity Fair gesehen. Was für eine Party wird das, wenn der Prinz Geburtstag hat? Wie, und das frage ich mich immer wieder, machst du das, dass so viele verschiedene Leute dich für so unterschiedliche Aufgaben wollen? Weißt du, für was ich dich will? Umarme deine Bettdecke, klemme sie zwischen deine Beine, stell dir vor, dass ich es bin, Kaiser. Grünwald, ich hatte doch klar gesagt, dass die Reise nach Texas nicht genehmigt ist. Wieso ist jetzt ein Flug nach Las Vegas gebucht? Stornieren, umgehend. Wieso sind alle Lebensmittel aus den Kühlschränken weg? Christine, das mit Tanjas Hund tut mir leid. Ist sie wieder bei der Arbeit? Sag bitte dem Zahnarzt, dass ich keine Angst habe und keine Zeit. Ich habe nicht mal Zeit, Angst zu haben. Jedenfalls nicht vor ihm. Schaffe es wieder nicht, hier das Wellness-Programm wahrzunehmen. Besten Dank, dass du die Buchung für London so spät noch hinbekommen hast. Mir fallen die Augen zu. Bis morgen, Kaiser. Weiß jemand, wie die Programmierer zu erreichen sind? Bob, ein ernstes Problem. Mein Gehalt ist noch nicht da. Was ist los? Christine, mach einen Termin mit meinem Banker. Sage ihm, es geht um einen weiteren Kredit. Schreib dem Designer, er soll die Arbeiten an der Küche vorerst stoppen. Verfass eine Abmahnung an die Programmierer. Sie haben erneut das Rauchverbot ignoriert. Und sie haben die Anweisungen zum Arbeitsbeginn ignoriert. Was ist das für eine Geschichte mit Bob? Hat er dich belästigt? Kann man es so auffassen? Sei unbesorgt. Die Firma steht hinter dir. Deinen Urlaubsantrag für das verlängerte Wochenende kann ich nicht genehmigen. Ich brauche dich im Büro. Hallo Kaiser. Grünwald hatte wieder einen Unfall. Er ist unverletzt. Der Wagen hat Totalschaden. Tanja ist noch nicht wieder bei der Arbeit. Es geht ihr nicht gut, glaube ich. Sie leidet unter Depressionen, sagt sie. Danke für deine Unterstützung. Kann ich in der kommenden Woche am Freitag freimachen? Mr. Robert, Bob, die Programmierer haben den ganzen Tag Kopfhörer auf und hören deshalb nicht, wenn das Telefon klingelt. Sie reagieren nur auf E-Mail. Kaiser, bin in Japan. Unterwegs zwischen den Lärmkaskaden der Pachinko-Hallen von Tokio und den Denkmälern der Atombombenexplosion in Nagasaki. Weiß nicht, was idealer ist. Meine Assistenten sagen, ihre Rechnungen sind noch nicht bezahlt. Das erstaunt mich. Das Prinzip heißt, gute Arbeit, Kuchen. Und genau so muss es gemacht werden. Alles andere ist Barbarei. In Japan kann einem niemand leiden, wenn man im Rollstuhl sitzt. Ich reise wieder ab. Schöpfer, Gameland Europe wird deine Assistenten nicht bezahlen, sagt Bob. Anweisung vom Dawn. Er sagt, die Spinne hält inne. Dann ist Gefahr im Verzug, wie du dir denken kannst. Aber ich kümmere mich drum. Sei unbesorgt. Kaiser, es scheint mir, dass der Don auf die falschen Leute setzt, sich um die falschen Dinge kümmert und die falschen Berater hat. Verehrter Don, ein Biber und ein Reh betrachten einen großen Staudamm der Menschen. Nein, sagt der Biber, ich habe ihn nicht gebaut, aber die Idee stammt von mir. Schöpfer, lass solche Mails. Der Don liest sie nicht. Er liest nie Mails. Und er geht auch nie ans Telefon. Und er ruft auch nie zurück. Er ist ein Blödmann. Liest du meine Mails an ihn? Ich glaube nicht, dass er ein Blödmann ist. Überlege, wo er sich aufhält. Paris, Venedig, Luxor, Städten hoher Kultur. Schöpfer, jetzt hör mal gut zu. Paris, Venice, Luxor sind Hotels. Der Dawn, mein Lieber, fährt in einem armeegrünen Ferrari durch Las Vegas und residiert in den Luxussuiten der Spielhallen. Mr. Robert, danke für die schöne Party und fürs Nachhausebringen. Bei den Programmierern sind Mäuse im Müll. War da mal jemand bei denen? Das müsst ihr euch ansehen. Die Menschheit war im Zivilisationsprozess schon mal weiter. Kaiser, das Praktikum von Yvonne ist zu Ende. Ihre Eltern drohen mit einer Klage. Sie ist schwanger. Sie sagt, es war der Admin. Er leugnet das. Sie ist noch keine 16. Unser Anwalt sagt, wir sind auf der sicheren Seite. Die Programmierer wollen in ein neues Büro umziehen. Sie fühlen sich nicht mehr wohl in der Firma. Sie sagen, sie haben nichts zu tun und sie werden schlecht behandelt und sie dürfen nicht rauchen. Sie sagen auch, dass es unmöglich möglich ist, die offiziellen Arbeitszeiten einzuhalten. Sie arbeiten nachts. Die letzten gehen morgens um 800. Arbeitsbeginn um 900 sei utopisch. Christine, alle Urlaubsanträge stornieren. An alle. Bei allem, was ihr tut, solltet ihr bedenken, dass wir eine Gemeinschaft sind. Was immer ihr tut, muss der Gemeinschaft dienen. Wenn die Gemeinschaft zerbricht, zerbricht die Vision. Wenn die Vision zerbricht, zerbricht das Project. Wenn das Project zerbricht, zerbricht die Finanzierung. Wenn die Finanzierung zerbricht, zerbricht das Projekt. Wenn das Projekt zerbricht, zerbricht die Vision. Wenn die Vision zerbricht, zerbricht die Gemeinschaft. Ist das ein Rätsel? Quatsch! Das ist eine einfach logische Kette. Schlaumeier. Jedenfalls ist es kein Rätsel. Kaiser, hallo.
Ich will einen Parkplatz. Kannst du das nicht organisieren? Der Don wird ungeduldig. Er sagt, Borgen und Schmausen enden mit Grausen. Das ist ein wirklich ernstes Signal. Wir müssen viel, viel schneller sein, sonst kann es ungemütlich werden. Er will in spätestens 6 Wochen etwas sehen. Grünwald, wieso schon das 2. Auto? Christine, für Grünwald kein neues Auto bestellen. Werter Dorn, wir kommen gut voran. Sehr gut. Wir schätzen, dass wir in 6 Wochen eine erste Version zeigen können. Schöpfer, der Dorn will in 6 Wochen die Präsentation einer ersten Version. Schaffen wir das? Sarah, ich weiß, dass du viel zu tun hast. Ich habe auch viel zu tun. Ich weiß, dass du viel Erfolg hast und ich erinnere mich daran, was du in Rom gesagt hast. Der Erfolg ist nicht wichtig. Ich schaue immer auf den Monitor meines Laptops und schreibe Nachrichten an Leute, die mir eigentlich völlig gleichgültig sind. Dir aber schreibe ich selten. Und du schreibst mir fast nie. Kaiser, wie kommt der Don darauf, dass wir in 6 Wochen etwas haben, das wir zeigen können? Wir schaffen das nicht mal in 6 Monaten. Wir sind gerade am Anfang. An alle. Ab sofort sind die Getränke nicht mehr kostenlos. Wir sind zu langsam. Kaiser, Schöpfer, denk über Alternativen nach. In 6 Wochen muss etwas stehen, das den Don überzeugt. Nein, Kaiser. Nein. Denke über kleine Lösungen nach. Hör auf mich. Nimm es ernst. Beckeru. Jo, ich ruf später nochmal an. Hallo, die Durststrecke für Geoshop ist so gut wie vorbei. 15 Millionen nachkaufen. Danke. Kaiser, Tanja ist tot. Sie hat sich das Leben genommen. Die Beerdigung findet übermorgen statt. Hallo Bob, bin in Las Vegas. Der Don ist nicht da. Wie geht's weiter? Hallo, ja, kleine Änderung. Der Don ist in Palm Springs. Ganz durchfahren bis Indian Drive, dann rechts, dann wieder rechts. La Quinta Resort. Leicht zu finden. Gute Fahrt. Christine, was ist bei den Programmierern los? Seit Tagen höre ich von dort überhaupt nichts mehr. Bob, was ist mit Datamine? Diese Angelegenheit muss beschleunigt werden. Don Mayer, Mandalay Bay. Der Chief ist der Don. So war das immer schon. Die Aktienmärkte rutschen. Geo Cyber Future 20%. Geotech, Cybertech, FutureTech 40%. Geonet, Cybernet, FutureNet 60%. Geoshop, Cybershop, FutureShop 80%. Geocop, CyberCop, FutureCop 99%. And Don May, Mandalay Bay. Der Don ist der Boss. Er verwandelt Niederlagen in Siege. Nachdem in der Presse groß angekündigt wurde, dass Gambling Zukunftsgeschichte schreiben wird, schreibt der Laden jetzt wohl bald rote Zahlen und Arbeitslosenstatistiken. Aber was soll auch schon dabei herauskommen, wenn ein größenwahnsinniger Investor einen Haufen inkompetenter Idioten, Lesben und Krüppel anheuert, um ein Projekt in einer Größenordnung in Angriff zu nehmen, an das sich nicht mal die Allergrößten der Branche heranwagen. Ein bisschen New Economy spielen reicht da jedenfalls bei Weitem nicht aus. Game Weaver. Kaiser, ich war auf Tanjas Beerdigung. Von der Firma war sonst niemand da. Kaiser, der Don tobt. Ich fliege zu ihm und sehe, was ich tun kann. Christine, storniere mein Ayurveda-Wochenende. Ich bleibe noch in London. Hallo Kaiser, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt erzählen soll. Aber du hast gesagt, ich soll sagen, wenn was ist. Jetzt war was. Ich war noch mal mit Bob aus, auf einer anderen Afterwork-Party. Und anschließend hat er mich nach Hause gefahren. An der Haustüre hatte ich das Gefühl, dass er mehr will. Ich wusste nicht so recht. Eigentlich wollte ich nicht. Aber ich musste daran denken, dass er beim letzten Mal gesagt hat, ich könnte meinen Job verlieren, wenn er will. Ich wollte nichts riskieren. Also habe ich ihn gefragt, ob er noch mit heraufkommen will. Er wollte, ist mit raufgekommen und hat dann zu viel getrunken, um noch fahren zu können. Da habe ich ihm angeboten, bei mir zu schlafen. Er war ja nun schon mal da. Also dachte ich, wenn er will, dann will ich auch. Er sagte, er müsse schnell etwas holen, ist runter zu seinem Auto und kam mit einer Tasche zurück. Dann hat er jede Menge Essen bestellt. Sushi-Service, Chinaman, dazu Apfelsinen, Bananen, Himbeeren und 2 Kilo Eiscreme. Wir haben gemeinsam alles zubereitet. Es war viel zu viel und ich dachte, wer soll das alles essen? Dann hat er plötzlich gesagt, ich soll mich ausziehen. Hab ich gemacht. Ich soll mich aufs Sofa setzen. Hab ich gemacht. Dann fing er an, in seiner Tasche zu kramen, holte ein Seil heraus und hat ganz höflich gefragt, ob er mich fesseln darf. Ich dachte, das kann ja heiter werden. Hab aber ja gesagt. Er hat mich gefesselt. Ziemlich geschickt und aufregend. Ich saß auf dem Sofa, war festgebunden. Dann hat er eine Taschenlampe aus seiner Tasche gekramt und sie mir unten reingesteckt.
und sie auf Blinken gestellt. Ich saß also gefesselt auf dem Sofa und aus meiner Muschi blinkte die Taschenlampe. Dann fing er an, mich mit dem Obst und der Eiscreme zu garnieren. Dann hat er mich damit beworfen und sich dabei einen runtergeholt. Das Sofa sieht aus, kann ich dir sagen. Und ich war vielleicht sauer. Um mich hat er sich überhaupt nicht gekümmert. Er hat mich so sitzen lassen und ist einfach gegangen. Ich habe 2 Stunden gebraucht, um mich zu befreien. Die Programmierer sind wieder da, waren alle krankgeschrieben, hatten sich beim Rauchen auf dem Balkon die Grippe geholt. Jetzt haben sie die 9 Parkplätze im Parkhaus besetzt. Bob hat ihnen gesagt, dass sie da wegfahren müssen. Ich bringe ihm keinen Kaffee mehr runter. Ich will ein neues Sofa von ihm. Syrah, wieder was in Vanity Fair über dich. Du bist auf 4 Fotos bei den Vorbereitungen in Dubai. Die kleine Dänin aus Rom scheint eine neue Assistentin zu sein. Sie ist immer in deiner Nähe. Jedenfalls auf den Fotos. Sie soll sich in Acht nehmen. Meine Wohnung ist weg. Meine Residenz. Mein Schatz. Wir haben Problems mit dem Investor. Das macht sofort existenzielle Probleme mit meiner Bank und meinen Krediten. Wann sehen wir uns? Ich flüchte jetzt in unser Spiel in der kleinen Nische des Louvre und werde deinen Namen flüstern. Ich fühle mich danach zwar immer ganz leer und verlassen, aber für ein paar Augenblicke erlebe ich, was einmal wirklich war. Und was hoffentlich bald wieder sein wird. Wann sehen wir uns? John, den Baselitz kann ich zu diesem Preis nicht verkaufen. Das sind gerade mal 40% von dem, was ich vor 8 Wochen dafür bezahlt habe. Hast du jemanden für die Werner Panton Hardshares gefunden? Kaiser, wann kommt Geld? Hallo Bob, das ist nicht mehr lustig. Ich bin nach Palm Springs gefahren, aber der Don war nicht da. Was ist denn überhaupt los? Ich höre nichts aus Europa. Keine Replies auf meine Mails, niemand geht ans Telefon. Mit partnerschaftlichen Grüßen, Grünwald. Wo ist eigentlich Kaiser Levy? Ich habe sie ewig nicht gesehen. Sie ist in Zürich und verhandelt mit Investoren. Sie ist in London und kauft einen Großverwalter. Das ist doch der reinste Kindergarten hier. Jeden Tag was anderes. Irgendeiner dreht immer durch. Unserer Abteilung fehlen 500 Pakete CD-Rohlinge. Kaiser, hast du meine Nachricht bekommen? Ich bin immer noch sauer auf Bob. Ich überlege, was ich machen soll. Mein Job ist ja sowieso bald weg. Hier sagen alle, dass wir bald pleite sind. Kennst du eine Anwältin, an die ich mich wenden kann? Ist es sexuelle Belästigung? Misshandlung? Körperverletzung? Kannst du mir helfen? Syrah, Darling, ich stehe mit dem Rücken an der Wand und alles scheint so sinnlos. Ich hoffe, ich bin bald wieder auf den Beinen. Keine Nachricht von dir. Bist du so sehr beschäftigt? Ist es wegen ihr? Christine, bin noch im Krankenhaus. Habe 2 Tage ohne Unterbrechung geschlafen und ich muss diese Kur nochmal machen. Sage niemandem, wo ich bin. Keine Auskünfte. Ich werde von hier aus die Firma leiten, so gut es geht. Zu deiner Sache mit Bob, verklag ihn. Bob, ich war der Meinung, dass wir ein faires Verhältnis zueinander haben. Wieso ist mein Gehalt für den letzten Monat noch nicht überwiesen? Schöpfer hat überhaupt noch kein Geld bekommen. Kein einziges seiner Honorare, von den Geldern für seine Mitarbeiter ganz zu schweigen. Dennoch viel Erfolg beim Don. Kaiser. Verehrter Don, über die Zustände bei Gameland Europa hätte ich gerne mit Ihnen persönlich gesprochen. Vor meinem Rückflug nach Europa will ich nicht versäumen, Ihnen zumindest auf diesem Wege einen Vorschlag zu unterbreiten. Von zentraler Bedeutung für das Gelingen unseres großen Projekts sind personelle Veränderungen in der Geschäftsführung. Ich bin bereit, diese Aufgabe eine Zeit lang zu übernehmen. Ich gehe davon aus, dass dieses Vorgehen Ihre Zustimmung findet, wenn ich bis morgen Mittag 1200 keine gegenteilige Nachricht erhalte. Mit partnerschaftlichen Grüßen, M. Grünwald, Chief of Marketing. An alle, Bericht meiner Reise in die USA. Der Don ist mit der Entwicklung des Projektes nicht zufrieden. Ich habe daher Umstrukturierungen ausgearbeitet und ihm vorgelegt. Das Konzept für Gameland wird refined und konsequent auf Marketingstrategien ausgerichtet. Kaiser Ledig führt nicht länger die Geschäfte. Bis zur Bestimmung einer neuen Geschäftsführung übernehme ich die Leitung. Ich werde morgen Vormittag wieder im Büro sein und die neue Struktur im Detail vorstellen. Ich bitte euch, um 1100 im großen Konferenzraum zu sein. Mit partnerschaftlichen Grüßen, M. Grünwald, Chief of Marketing. Martin Grünwald, Interim CEO.
Martin C. Grünwald, Vice President. Mit partnerschaftlichen Grüßen, Martin C. Grünwald, Vice President. Come into my mouth. Kaiser, wann kommt Geld? Die Faxgeräte sind weg. Langsam ist es nicht mehr lustig. Das sind Arbeitsmittel, die wir täglich brauchen, verdammt. Wer braucht denn Faxgeräte? Ich hab seit 100 Jahren nichts mehr gefaxt. Hat die Dinger tatsächlich noch niemand benutzt? Wir sind manche echt nicht dicht. Faxgeräte. Wir sind gekündigt. Wieso? Stilllegung des Geschäftsbereichs. Jetzt geht's los. Das kommt von L.H. Gründen wir endlich einen Betriebsrat. Und nicht wieder damit. Was heißt eigentlich L.H.? Little Hitler. Ich habe jetzt mein eigenes Klopapier mitgebracht. Niemand rührt es an. Wie wär's mal mit einer kompetenten Recherche zu Gameland und den anderen Firmen des Don? 3 drohende Insolvenzen. Selbstmorde von Mitarbeitern. Bereits 300 Leute arbeitslos. Gerüchte um illegale Spionagesoftware auf den Rechnern von Mitarbeitern. Einstweilige Verfügungen gegen Führungskräfte, die sich gegenseitig Hausverbot erteilen und in der Presse kein Wort darüber. Da ist immer noch zu lesen, dass Gameland ein wichtiger Player der New Economy ist. Hallo, Journalisten. Interesse an ein paar echten Informationen? Woodward und Bernstein. Und steht noch ein Faxgerät, das könnt ihr haben. An alle. Ein geschätzter Mitarbeiter ist aus unserer Mitte gerissen worden. Martin Grünwald, zuletzt Vice President unseres Unternehmens, hatte einen schweren Autounfall und ist an den Folgen seiner Verletzungen heute Vormittag verstorben. Die Trauerfeier findet übermorgen in der St. Katharinenkirche statt. Kaiser, kann ich den Text so in den Verteiler stellen? Das Auto hat Totalschaden. Soll ich ein neues bestellen? Es war dein Wagen. Grüße, Christine. Wir haben was programmiert. Der Mensch die freie Wahl zur Schaffung einer Welt. Wird er erzeugen Leid und Qual, wo nichts als Horror zählt? Ich will ein Spiel, kein Massaker. Zerstören, nicht liebkosen, ist die Kreativität der Hoffnungslosen. Zerstören, nicht liebkosen, ist die Kreativität der Hoffnungslosen. Zerstören, nicht liebkosen, ist die Kreativität der Hoffnungslosen. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir wollen noch machen, dass man sieht, wie Blut fließt, wenn Blut fließt. Und dass man hört, wie Knochen brechen, wenn Knochen brechen. Kann mal jemand sagen, was das Apparon-Ding eigentlich sein soll? Ein Lexikon. Wir sollen im Lexikon nachsehen? Kaiser, habe einen Kranz zu Grünwalds Beerdigung geschickt. Kaiser, die erste Version der Demo-Welt ist ein Desaster. Schmeiß die Programmierer endlich raus, am besten sofort. Und stell neue ein. Bin in Dry End. In der Outlet City, in der Mojave-Wüste. Die Weite ist hier weiter als weit. Und die Leere leerer als leer. Ein idealer Ort für Depressionen. Man kann nur tanken, essen und einkaufen. Ich habe einen neuen Motor für meinen Rollstuhl und kann allein ein weites Stück in die Wüste hinausfahren. Meine Assistentin sagt, es ist ein trauriges Bild, weil der Rollstuhl in der großen Weite so langsam zu fahren scheint, dass ich mich vor dem Horizont fast gar nicht bewege. Sie sagt, es sieht so aus, als käme ich nie an. Ganz egal, wohin ich will. Schöpfer, Programmierer entlassen geht nicht. Der Präsentationstermin muss gehalten werden. Versuch dich zu arrangieren. Wir haben nur noch diese eine Chance. Bob, die Angelegenheit Dadamine ist noch immer nicht geregelt. Wir verlieren die Option, wenn wir nicht bald handeln. Christine, danke für dein Engagement für Grünwald. Syrah, ich werde bald in New York sein. Kannst du dorthin kommen? Schöpfer, was ist los? Die Demo ist grauenvoll. Das ist nichts weiter als ein stumpfes Ballerspiel. Wir brauchen aber mehr. Wenn die Programmierer bestimmen, dann hüte dich vor dem, was noch passieren wird. Beseelt von einem edlen Geist, hinabgezwungen auf harte Erden, sind es, die Gutes wollen meist, aus denen letztlich Monster werden. Kaiser, ich war auf Grünwalds Beerdigung. Von der Firma war sonst niemand da. Mit dem Kranz ist ein Unglück passiert. Der Blumenladen hat ihn vertauscht. Er ging zur Einweihungsfeier ins neue Büro der Programmierer und auf dem Kranz stand, wir nehmen Abschied. Der Strauß, der für die Programmierer bestimmt war, wurde zu Grünwalds Beerdigung geliefert und auf sein Grab gelegt. Auf der Schleife stand, viel Glück in den neuen Räumen. Zurzeit geht alles schief. Was soll mit den leeren Räumen der Programmierer passieren? Ich musste erst mal einen Kammerjäger bestellen. Der ist jetzt fertig. Zurzeit werden die Wände neu verputzt. Nächste Woche kommen die Maler. Dann können wir die Räume neu belegen. Hier liegt eine Anfrage, ob wir Lehrlinge ausbilden.
Tun wir das? Schöpfer, wie weit bist du? Kaiser, wann kommt verdammt nochmal Geld? Die Wüste geht mir auf die Nerven. Ich muss hier weg. Christine, ich komme morgen aus dem Krankenhaus und fliege dann sofort nach New York. Buch bitte ein Zimmer im Crown Plaza. An alle. Der große Tag der Präsentation naht. Ich werde in New York Gameland präsentieren. Ich werde den Don treffen. Syrah, ich bin unterwegs. Schon am Flughafen. Wieso ist in der Designabteilung keine Küche mehr? Alles ist weg. Die komplette Küche, alles abmontiert. Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen bei Gameland. The New Dimension, der neuen Dimension des Online-Welt-Entertainment. Der neuen Dimension des Online-Entertainment. The Future of Net. Der Zukunft des Netzes, die wir Ihnen heute am 12. September 2001 hier in New York vorstellen wollen. Zuerst sehen Sie eine Demo-Version des Online-Adventure Game Land. Dann spricht der Visionär und Investor Don Gameland zu Ihnen. Sehr verehrte Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Aufgrund der aktuellen Ereignisse in New York wurde der Luftraum über den Vereinigten Staaten von Amerika bis auf Weiteres für den zivilen Luftverkehr vollständig gesperrt. Uns wurden eine neue Flugroute und ein neuer Zielflughafen zugewiesen. Wir werden umgeleitet nach Kongolosuaq in Grönland. Wir unterrichten Sie fortlaufend, sobald wir weitere Informationen erhalten. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center. Kaiser, wann kommt Geld? Ich bin immer noch in Dry End, umgeben von Wüste und amerikanischem Alltag. Ich brauche neue Medikamente, um weitermachen zu können. Sie müssen hergebracht werden. Dazu müssen sie vorher bezahlt werden. Du musst dich jetzt endgültig um dieses Problem kümmern. Sonst werde ich hier verenden. Syrah, ich liege in einem Krankenhaus auf dem Mond. Das Schicksal hat mich hierher verschlagen. Eines Tages auf halber Strecke zu meinem Glück. Auf dem Weg zum wichtigsten Menschen meines Lebens. In der Welt ist eine Katastrophe geschehen, die so groß war, dass mein Flugzeug nicht nach New York flog, sondern in dieses Mondland, in das ich nicht wollte. Ich wollte zu dir, New York, Crown Plaza 900. Ich habe es der Stewardess immer wieder gesagt. Sie hat mich nicht verstanden. Später habe ich erfahren, dass man mich betäubt und in dieses Krankenhaus auf dem Mond gebracht hat. Ich habe lange geschlafen. Seit ich wach bin, weine ich. Kaiser, wo bist du? Seit einer Woche kein Lebenszeichen von dir. Meine letzte Information ist, dass dein New York-Flug umgeleitet wurde. Weitere Informationen erhalte ich nicht. Hier muss unendlich viel entschieden werden, aber niemand ist da. Bob, wo bist du? Seit einer Woche kein Lebenszeichen von dir. Meine letzte Information ist, dass dein New York-Flug umgeleitet wurde. Weitere Informationen erhalte ich nicht. Hier muss unendlich viel entschieden werden, aber niemand ist da. Kaiser, wann kommt Geld? Ich bin immer noch in Dry End, umgeben von Wüste und amerikanischem Alltag. Ich brauche neue Medikamente, um weitermachen zu können. Sie müssen hergebracht werden. Dazu müssen Sie vorher... Syrah, ich liege in einem Krankenhaus auf dem Mond. Das Schicksal hat mich hierher verschlagen. Eines Tages auf halber Strecke zu meinem Glück. Auf dem Weg zum wichtigsten Menschen meines Lebens. Die Menschen hatten einen Traum vom großen, weiten Datenraum, der enger machte ihre Welt und größer ihre Gier nach Geld. Nun sind sie wieder an dem Ort, an dem schon immer sie gelebt, an dem auch fortan jeder klebt und waren in Wirklichkeit nie fort. Aperon, Hörspiel von Michael Esser. Die Rollen und ihre Darsteller: Kaiser Ledig, Leslie Malton, Christine Schön, Fritzi Haberland, Martin Grünwald, Andreas Fröhlich,
Schöpfer Samuel Weiss. Bob Robert Andreas Pietschmann. Don Spondini Marc Hosemann. Chefprogrammierer Hermann Lause. In weiteren Rollen Peter Bieringer, Uta Delbridge, Michael Gerlinger, Peter Jordan, Christian Kirepetzky, Margit Kress, Lennart Krüger, Guido Lamprecht, Wiebke Maus, Josten Mindrup, Thor W. Müller, Claudia Renner, Maria Scholz, Maja Schöne, Benjamin Uzerath, Anne Weber. Technische Realisation Gerd-Ulrich Pockensee und Sabine Kaufmann. Regieassistenz Anne Heisig. Chor Pierre Oser. Regie Walter Adler.